Cheerio, meine Lieben. Hallo, Farana, willkommen zurück zu FIFA 20. So, ich habe jetzt die Nummer angepasst. Hab aber auch wegen Martin nochmal geguckt. Also, Martin ist nicht ausgeliehen gewesen oder verletzt gewesen. Martin ist durch Vorvertrag zu uns gekommen. So. Um das mal auszuräumen, hatte ich mich so ein bisschen vertan gehabt. So, wir spielen das Spiel. Ich würde sagen, gegen Werder mal wieder. Das ist noch eine gute Sache. Wir haben gegen Werder schon eine Weile nicht gespielt. Währenddessen simulieren wir voran. Vergessen natürlich unser Training nicht. Da ist nämlich auch das nächste Scouting schon da gewesen. Also können wir Martins auch noch gar nicht verkaufen, weil der ist gerade erst zu uns gekommen. So, dann gucken wir mal, was denn der gute Anzinger uns mitgebracht hat. Nein. Nö. Ah, nein. Leider nichts, alles klar. Erste Runde war Luftnummer. Degolund ist verkauft, alles klar, im Sommer, im Winter dann. Okay, ich habe einige Nummern vergessen, wie es aussieht, weil Colin hat immer noch die 19. Aber lasse ich jetzt einfach mal dran. 3:1 gegen Hertha gewonnen, das ist doch gut. Wir spielen gleich oben mit hier, Vierter. Das ist doch mal was Großartiges. Gleich oben mitwirken. Das heißt aber, dass wir im Winter auch alleine nicht wirklich viel machen können, was das Einkaufen angeht. Aber ich werde einfach schon, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mit Vorverträgen arbeiten. Obwohl das ja auch nichts bringt, weil ich glaube, dass das jetzt hier unsere letzte Saison ist. Ich kann mich aber auch irren. So, mittlerweile sind wir wieder auf 5 runtergerutscht, weil der Chemnitz sich oben mit festgesetzt hat. Oh, ganz knapp mit 2:1 gewonnen. Okay. Dann trainieren wir wieder mal. Kraft und Brand erhöhen sich wieder, das ist gut. So. Jetzt müsst ihr in unser Spiel gegen Werder kommen, die Zweiter sind. Ist also schon was Gutes. So, werde ich jetzt wieder 5000 Mal gefragt, weil irgendein Spieler nicht gespielt hat bisher? Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt wird er heute nicht spielen. Position ist wichtig. Sehr gut. Glauben Sie, Ihre Mannschaft kann den Einzug in die Europa League schaffen? Die Mannschaft ist gefragt. Bewusst wird die Klappe Sieg im letzten Spiel ihre Strategie gegen SV Werder Bremen. Nein, wir werden auch SV Werder Bremen schlagen. Ganz arrogant hier gesagt. So. Dann wollen wir mal gegen Werder. Fischer hat sogar einen Punkt mehr. Moring hat wieder einen Punkt mehr. Also läuft gut. Watt hat doch. Oder Watt. 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 Hat auch einen Punkt mehr. Alan Kralsch. 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 Er hat die 10 von mir bekommen, weil der hat wahrscheinlich noch definitiv viel vor sich. So, ups, da ist er auch schon. So. Zeit für das erste Spiel, selbstgezocktes Spiel von uns in der ersten Liga. Martins ist auch bereit. Sehr gut, dann geht's los. Mist. Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass wir hier gegen Top-Mannschaften spielen. Das ist leider nicht mehr so. Ja, was sag ich da? Ernsthaft. Das war unnötig. Und Larriera Gambara, ich weiß nicht, wer. Das waren so viele Spiele bei uns schon gewesen. Und kommen so viele aus unseren eigenen Talentschmieden.
Die haben Tafferzofer. Ernsthaft? Aber es ist nicht der Tafferzofer, oder? Sehr schön. Die haben einen Torwart im Tor. Also, als wir das letzte Mal geguckt haben, hatten die da so einen anderen Torwart im Tor gehabt. 79er. Ah, ne, das war der Dingsverteidiger hier. Ich laufe in einem Rückstand hinterher. Das ist echt so. Beinahe ein Fehler von Werder ausgenutzt. Boah, schön von Colli. Colli. Ja, das war jetzt ungewollt. Aber danke fürs Zurückgeben. Ach, Kratsch. Wieder ist der Torwart. Oder? Wir haben Zagadou in der Abwehr. Ah, nein. Dein fucking Ernst? Oh Mann. Ah, Moment. Sorry, ich muss auch kurz unterbrechen. Ich aber schon wieder. Das ist der wichtige Anrufe. Manchmal kommen sie unverhofft. Oh nein. Ich habe natürlich genau beim Gegenangriff gestoppt. Sehr gut. Ja, ich versuch's ja. Gut, man merkt also wieder eindeutig, dass wir in der höheren Liga sind. Nö. Es ist nur 1:0. Also, da kann man schon mal sagen, es ist nur 1:0. Ja, die Fans sind da, man merkt es. Warum läuft da. What? Nur mit. Er springt nicht hoch zum Kopfball, er geht nicht ran. Ach, Leute. Ich hab zu Fischer gepasst. Ah. Hör doch mit den HSV rufen. Ich bin HSV mit was anderen Verbindungen, nicht mit Hannover 96. Mahlzeit. Oh. Ja, das war bescheiden bisher. Auch dass vorne fast nichts vonstatten gegangen ist. Deswegen lasse ich Delgadillo jetzt mal für Fischer ran. Vielleicht kann er nochmal neue Akzente setzen. Immer hat er die ganze Zeit gemeckert, dass er spielen will. Boah, Alter. Klar. Wo hat er denn jetzt gepfiffen? Hätte ich ihn in den Arsch getreten.
Oh, das kann doch nicht angehen, ey. Oh, wie kriegt er denn sein Bein dahin? Ja, ich höre die Fans, aber ich kann schlecht was machen. Ja auch, wie schnell ist Tafazofer? Erklären wir das mal. Das ist lächerlich. Gerade war er noch in einem Strafraum, wusch. Ja. Jetzt aber hier. Nein, 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 nein. Nee. Oh. Ja, warum nicht? Dann kommen wieder auch Lopez, der Lima. Bei uns auch mal ein Versuch, hier was anderes zu machen. Und Jajima kommt für das Sabot, die Sabotato. Mann. Ich komme nicht dazu, der läuft mir so voll. Was ist denn das für ein Kerl? Ey, den muss ich mir gleich mal angucken. Dingsbums. Der ist nervig bis zum geht nicht mehr, dieser Tafazofer. Das ist lächerlich. Er konnte null wissen, dass ich da hinspielen wollte. Schon wieder, was kann er denn annehmen? Ey, dieses Anfang, am Anfang des Tor, das war einfach unnötig. Ich muss gleich unbedingt gucken, wie das mit, was es mit dem Tafazofer auf sich hat. Ich bin im Angriff. Warum pfeift er ab? Ja, so würde ich auch still sein. Was ist das für eine Scheiße? Du bist im Angriff und der pfeift ab. Alter, das kann nicht angehen, ey. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Was soll das für seinen Status als Starspieler? Hä? Was für ein Schwachsinn, der kam rein und konnte halt auch nicht viel tun, wie sie es dann noch nicht gemacht haben. Spielverlauf wieder. Ja, definitiv. Ja. Warum? Von denen das? Mein Team ist besser, als sie glauben. Danke, dass Sie bei uns so.
So, jetzt will ich mir den aber erstmal angucken. Tafazofa. Das kann doch nicht ein Linksverteidiger sein, der da vorne. Doch, tatsächlich. Ist aber schon ein bisschen älter. Keanu Tafazofa. Den scouting einfach mal. Der ist zwar schon 28, aber der war ja wohl gerade so heftig, ey. Ja, warum? Egal. Alter, ey. Sag ich ja, richtig zum Abgewöhnen gerade gewesen, ey. Naja, unser Ziel war, wie gesagt, ich weiß nicht schon von Anfang, die Klasse zu halten. Wir sind jetzt 5., 6., also von daher. Ups, sorry. Sind wir eigentlich im Soll? Für uns Ding wichtiger Spieler. Was haben wir denn hier? Fasnacht. Nichts, gut. Dann simulieren wir mal, hoffen, dass die ohne uns wenigstens gewinnen. 3-0, unserem, die wir in der letzten Saison nicht besiegen konnten. Schön, dass ihr jetzt damit anfangt. Naja. So, wieder auf Platz 5. Aber nur solange Schalke noch nicht gespielt hat. Die müssen ja gleich erst spielen. Da, 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 da. So, was? Ich danke Ihnen, das Spiel war auch, wenn er nicht so mäßig war. Streng dich an. Spieler gesperrt, Kreitsch gesperrt. So, ja. Stopp. Danke. Für mein monatliches Scouting. Aber nichts Anzinger. Ja, warum nicht? Why not? So. 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 Dann hier das Übliche rein. Navarette macht auch einen Punkt. Brand genauso. Wie gesagt, für ZWM haben wir jetzt erstmal gute Ersatzleute, falls wir ihn brauchen. So, und ich, Leute, und ihr Leute, schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt an das Abonnieren und beim nächsten Mal spielen wir. Oh, ich würde sagen, wir holen uns eine Klatsche gegen Düsseldorf ab. Das machen wir. Wir holen uns die Klatsche gegen Düsseldorf ab. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.